So, hallo zusammen. Ich habe immer wieder Nachrichten bekommen. Leute wollen wissen, wie war denn das mit der Verhaftung? Wie ist es im Knast abgelaufen, in der U-Haft und so weiter und so fort? Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eine kleine Videoserie zu machen, wo wir genau auf die Themen eingehen, wo ich euch erzähle, wie ist es mit der Verhaftung abgelaufen? Wie habe ich mich gefühlt? Wie lief das im Knast? Und heute fangen wir an mit dem Tag der Verhaftung. Und dann werden wir uns Video für Video vorarbeiten bis zum Prozess. Viel Spaß mit dem Video. Ja, der Tag meiner Verhaftung. Der Tag meiner Verhaftung, das war der 23. April 2019. Und für mich war es eigentlich ein ganz normaler Tag, wie jeder andere. Das heißt, ich bin an dem Tag aufgestanden, hatte Spätschicht. War auf der Arbeit ganz normal und ich habe es in der Spätschicht immer so gemacht, dass ich nach der Arbeit mit einem guten Freund immer noch ins Training gegangen bin. Aha. Also Arbeit zu Ende, ins Training gefahren, da noch trainiert, und dann bin ich nach Hause gefahren. Von dem Gym sind so ein paar Kilometer, also ich fahre so 20 Minuten, damals bin ich nach Hause gefahren und ja, ich bin nach Hause gefahren. Komme zu Hause an und ich hatte so eine Tiefgarage, ja, mit so einem Drücker, wo man dann einfach aufmachen kann. Das ist ein Tor, fährt automatisch auf. Ich fahre so rein, die Rampe runter und vor dem Tor steht ein Auto in Zivil mit einem Wiesbadener Kennzeichen. Ja. Und ich dachte mir noch, warum steht denn der da? Ne? Auf einmal fährt er rückwärts auch noch und ich denke nur so, Scheiße. Der fährt mir jetzt auf mein Auto drauf. Ne? Ich also irgendwie probiert, einen Rückwärtsgang reinzumachen, dass der mir halt nicht draufknallt. Und dann ging es auch schon ab. Dann auf einmal hell, ESG-9 am Auto, mit Waffen, Tür auf, mich rausgezogen. Ich hatte dann auf einmal ein Knie im Rücken und lag da auf dem Boden. Ne? Und ich dachte mir nur so, boah, Scheiße. Ne? Du musst dir überlegen, die Jungs. Von der GSG-9, das sind komplett durchtrainierte Maschinen im Endeffekt und die fackeln nicht lange und dann liegst du da mit einem Knie auf dem Rücken. Und bei mir war es so, ich bin dann ein paar Minuten, ich weiß gar nicht mehr wie lange im Nachhinein, da gelegen, wurde gefesselt, die Hände auf dem Rücken, hatte ein Knie im Rücken und irgendwann wurde ich dann hochgenommen. Auf eine Mauer gesetzt, die da war. Und dann habe ich auch gesehen, dass überall irgendwie Polizeiautos waren, in Zivil, ganz viele Beamten. Und nach einer Weile kam dann der Einsatzleiter und hat mir eröffnet, warum die hier sind, hat mir einen Durchsuchungsbeschluss hingelegt. Wollte dann vor Ort schon, dass ich dann irgendwie was sage dazu. Das habe ich aber in dem Moment nicht gewollt. Er hat mir dann erklärt, dass ich jetzt in die Polizeiwache verbracht werde und am nächsten Tag dann zum Haftrichter. Ich habe dann aber gesagt, ich möchte gerne bei der Durchsuchung dabei sein. Wurde mir dann auch erlaubt. Ist auch mein Recht. Ja, und dann sind wir zusammen durch die Tiefgarage ins Haus gegangen. Sind dann nach oben. Meine Freundin und mein Kind haben geschlafen. Es war ja 12 Uhr nachts. Ne? Und die Beamten haben dann an der Tür geklingelt. Meine Freundin hat aufgemacht, die war natürlich komplett geschockt, ne? Ist ja verständlich. Und die Beamten sind rein, meine Freundin hat meinen Sohn aufgeweckt. Wir sind dann alle aufs Sofa gegangen, ich war aber trotzdem noch gefesselt. Und dann sind, ich kann es gar nicht sagen, ich schätze mal, das waren so zwischen 10 bis 15 BKA-Beamten, die da in die Wohnung sind. Und die haben dann natürlich angefangen, die Wohnung zu durchsuchen. Ich habe mir dann den Durchsuchungsbeschluss in der Zeit genauer angeguckt und habe dann auch gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ne? Ich hatte einen Anruf, ich habe mich entschieden, einen guten Freund von mir anzurufen, ihm zu sagen, hey, ich habe Probleme, ich wurde verhaftet, werde dann wahrscheinlich am nächsten Tag vor den Haftrichter gebracht. Organisiere mir bitte einen Anwalt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie keinen Anwalt, weil ich nie strafrechtlich irgendwie Probleme hatte. Und er hat dann gesagt, okay, ich besorge dir einen Anwalt. Ja.
Und dann bin ich da gesessen, die Beamten haben die Bude durchsucht, von komplett auf den Kopf gestellt natürlich, ne? Und da wurde dann auch alles mitgenommen. Geld, Datenträger, selbstverständlich bei so einem Verbrechen, ne, sind natürlich Datenträger wichtig, die Beweissicherung, Festplatten, Handys und so weiter und so fort. Und es war so, dass ich auch während einem sehr, sehr langen Zeitraum immer gefesselt war. Und natürlich extrem unangenehm. Ich habe dann immer mal wieder gefragt, ob ich vielleicht die Handschellen abmachen kann. Wurde aber verneint. Der Einsatzleiter hatte da wahrscheinlich Sorge, dass ich irgendwie türmen würde. Ich habe aber natürlich nie Anstalten gemacht, da irgendwie abzuhauen oder irgendwas zu machen. Ich meine, die Leute wissen, was sie tun. Da hast du relativ wenig Chancen und ist auch gar nicht. Auch für mich überhaupt keine Überlegung. Ne? Ja, auf jeden Fall war es dann so, bei einer Hausdurchsuchung muss immer ein Durchsuchungszeuge dabei sein. Und da war es so, dass ein Nachbar von mir tatsächlich geweckt wurde und der kam dann runter und hat natürlich auch die Welt nicht verstanden. Ne? Und war dann zugegen als Durchsuchungszeuge. Gleichzeitig sind Beamten in ein Gym gefahren. Ich hatte damals mit einem Geschäftspartner geplant, ein Fitnessstudio zu eröffnen. Und auch diese Adresse wurde dann von den Beamten durchsucht. Ja, die ganze Durchsuchung ging dann bestimmt 7 Stunden. Und es war so, dass mein Sohn und meine Frau auch die ganze Zeit dabei waren. Gott sei Dank war mein Sohn in einem Alter, wo er noch nicht so ganz verstanden hat, hey, was geht hier ab? Warum sind hier so viele Leute? Und ich muss sagen, die Beamten sind auch echt gut mit meinem Kind umgegangen. Also es war nicht so, dass die irgendwie komplett assi waren oder böse oder irgendwas. Mit den Leuten kann man auch reden. Und mein Sohn ist dann auch aufgetaut über die Zeit. Also er hat dann auch gespielt und so weiter und so fort. Und es ging dann, Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich irgendwann dann auf die Polizeiwache gebracht wurde. Also ich konnte mich dann noch verabschieden von meiner Freundin. Sie durfte mir auch noch eine Tasche packen mit Klamotten und so Zeug. Und das war natürlich für uns beide ein brutal emotionaler Moment, weil wir ja beide nicht wussten, hey, wie geht's jetzt weiter? Ne? Wir haben uns dann verabschiedet. Meine Freundin hat dann natürlich auch geweint. Ich habe ihr gesagt, hey, ist alles gut, bitte, bitte wein nicht, wir kriegen das alles hin. Und dann wurde ich von zwei BKA-Beamten auf die Polizeiwache gebracht. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, im Endeffekt kommst du dann da in so eine Zelle rein. Und bei mir war es auch noch so, dass ich ja direkt vom Training gekommen bin. Ne. Ich habe gestunken wie ein Schwein. Ich habe mich richtig widerlich gefühlt. Und dann bist du da in der Zelle mit so einer Steinpritsche und so einem Loch im Boden, ne, wo du denkst, boah, krass, so, und da habe ich mich echt so gefühlt, da habe ich echt gedacht, boah, jetzt bist du so am Ende angekommen, irgendwie. Und für mich war es ganz schlimm, diese Nacht. Ich hatte dann auch voll Hunger. Ich habe irgendwie, die Beamten da haben mir dann irgendwie noch ein Brötchen gebracht. Ich habe nicht gewusst, wie geht's weiter. Ich musste so dringend auf Toilette. Ich bin dann da auf die Toilette gegangen. Und du kannst dann nicht einfach spülen. Ja? Diese Spülung geht einfach nicht. Ich habe dann geklingelt. Und es ist so, dass die Beamten dann spülen. Und das hat den Hintergrund, dass natürlich versucht wird, dass Leute da nicht irgendwas die Toilette runterspülen, ne? Drogen, was weiß ich. Und ja, da habe ich da die Nacht im Endeffekt da verbracht. Ich hatte dann auch, ich habe kaum geschlafen, vielleicht irgendwie 2, 3 Stunden, ist ja klar, ne? Ich weiß nicht, wie geht's weiter. Und auf jeden Fall habe ich dann darauf gewartet, dass am nächsten Tag die BKA-Beamten kommen. Ich wusste schon, die werden mich dann überführen nach Gießen vor den Haftrichter. Und ich habe im Endeffekt einfach nur gewartet, bis es dann weitergeht. Ne? Ja, als ich dann die Nacht dort verbracht hatte, wurde ich am nächsten Tag dann auch abgeholt. Auch wieder von, ich glaube, 3 BKA-Beamten waren das damals. Ich wurde dann aus der Zelle geholt. Ich habe dann darum gebeten, dass ich noch kurz mich irgendwie waschen kann, weil wie gesagt, ich war am Tag vorher im Training und ich habe mich echt unwohl gefühlt. Ich durfte dann da noch so eine Katzenwäsche machen, ein bisschen mit Waschlappen, habe mich gewaschen. Da hat auch
Die Leute haben natürlich immer geguckt, ne, dass ich nicht abhaue und so. Komplett unangenehm und auch eine komplett neue Situation für mich gewesen. Und dann haben mich die Beamten nach Gießen gefahren. Ja, das waren, ich glaube, so 2 Stunden Fahrt insgesamt. Ich sollte da vor dem Haftrichter erscheinen. Ich wusste jetzt auch noch nicht, habe ich jetzt einen Anwalt, ist irgendjemand da? Ich hatte ja irgendwie keinen Kontakt zu niemandem. Die Fahrt war okay, die Beamten waren auch wirklich in Ordnung. Die haben ihre Arbeit gemacht, waren jetzt nicht irgendwie schlecht zu mir. Ich durfte auch ab und zu irgendwie eine rauchen. Und ich glaube, da ist es wie überall, wenn man mit den Menschen einigermaßen gut umgeht, dann kommt es auch zurück. So, auf jeden Fall wieder nach Gießen gefahren, vors Gericht. Und ich sehe dann schon vor dem Gerichtsgebäude, wo wir anfahren, einen sehr guten Freund von mir mit einem Anwalt. Und ich habe mich natürlich mega gefreut, ihn zu sehen. Seine Frau war mit dabei. Der Anwalt ist dann auch zu uns gekommen ins Auto, hat die BKA-Beamten rausgeschickt. Wir haben dann kurz gesprochen, wie das abläuft. Er hat mir erklärt, was jetzt auf mich zukommt. War ja auch alles neu für mich, die Situation. Und dann wurden mir dann auch die Handschellen abgenommen, tatsächlich. Wir sind dann ins Gerichtsgebäude. Ich konnte noch kurz mit meinem Freund reden und seiner Frau. Es hat mir natürlich unendlich gut getan. Und dann sind wir von Haftrichter. Und da war es so, dass dann auch ein Mitangeklagter am selben Tag auch vom Haftrichter war. Und ja, der Haftrichter, ich glaube, es war eine Frau sogar, ich weiß es aber gar nicht mehr genau, die hat dann den Haftbefehl erlassen und hat angeordnet, dass wir in die JVA 1 in Frankfurt untergebracht werden. Mein Anwalt meinte aber, das war auch zu erwarten, ist auch zu erwarten gewesen. Ich habe dann Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr bekommen. Und ja, wir sind dann raus aus dem Gericht. Ich habe dann darum gebeten, noch kurz mit meiner Freundin telefonieren zu dürfen. Das habe ich dann auch tatsächlich machen dürfen. Habe dann ihr kurz gesagt, hey, ich werde jetzt in die JVA 1 gebracht. Ich habe einen Anwalt, ist alles gut. Bitte mach dir keine Sorgen. Und es hat natürlich auch echt gut getan, irgendwie ihre Stimme zu hören. Dann habe ich mich auch noch kurz verabschieden können von meinem Freund und seiner Frau. Und dann ging es eigentlich relativ flott weiter in die JVA nach Frankfurt. Wieder vom BKA da rüber gefahren worden. Und ich weiß noch, auf dem Parkplatz durfte ich dann noch eine rauchen. Ich hatte Zigaretten dabei. Und es ist so, dass diese Zigaretten durfte ich nicht mit reinnehmen, weil die waren geöffnet, ne? Und offene Schachteln darf man nicht mit reinnehmen. Ich also noch eine geraucht, mega aufgeregt. Ich weiß nicht, was da so auf mich zukommt. Und irgendwann geht dieses Riesentor auf und wir fahren da rein. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist so wie so ein Innenhof, wo du reinkommst in den Eingang. Und da sind überall Zellen und die machen mega Alarm und klopfen da so gegen die Scheiben und brüllen, weil ein Neuer kommt, ne, und du fühlst dich komplett unangenehm. Und so, da wusste ich, ey, scheiße, Mann, jetzt bin ich irgendwie so hier im Knast angekommen. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist natürlich Katastrophe, du weißt ja gar nicht, was auf dich zukommt. Ne? Die BKA-Beamten haben mich dann übergeben an das Personal von der JVA, an die Beamten dort vor Ort. Und dann machst du natürlich erstmal den Eingang. Ich bin erstmal in eine Wartezelle gekommen, habe da, ich glaube, so eine halbe Stunde irgendwie gewartet. Und dann wurde mit mir der Eingang gemacht, musste ein paar Sachen unterschreiben, was mir abgenommen wurde. Geldbeutel und so hatte ich eh nicht. Das habe ich dann unterschrieben. Und die haben dann, ich hatte ja eine Tasche dabei, die haben dann geguckt, was für Klamotten darf ich behalten, was nicht, weil es ist so, dass nicht alle Klamotten im Knast genutzt werden dürfen, wenn es zu dunkel ist oder so, dass man ihn nicht sieht. Sowas wird dir dann abgenommen. Dann wird eine körperliche Untersuchung gemacht, das heißt einmal ausziehen, umdrehen, Mund auf, hinknien, auf gut Deutsch Arschbacken spreizen. Ne? Die ganzen Geschichten natürlich mega unangenehm, das zu machen, aber muss halt sein. Ne? Und dann ist es so, dass du noch zu einem Arzt kommst, der guckt, hey, bist du hafttauglich? Erklärt mit dir, hast du irgendwelche Vorerkrankungen? Gibt es Tabletten, die du brauchst? Bei mir ist es so, ich hatte damals, heute auch noch, Tabletten, die ich brauche, weil ich
Herzrhythmusstörungen habe und da immer wieder Probleme bekomme. Es wurde dann alles aufgenommen und dann bin ich da in meine Zelle gekommen, ja, auf meine Abteilung. Bin da in die Zelle reingekommen, habe meine Knastklamotten bekommen und dann saß ich da. Ne? Die Zelle hatte 7 Quadratmeter, Bett, einen Tisch, einen Schrank und dann bist du erstmal angekommen und musst mal erstmal raffen, was jetzt hier passiert ist. Ne? Ja, war dann nicht einfach. Ich hatte dann auch noch irgendwie gefragt, ob es irgendwas zu lesen gibt oder irgendwas, weil du hast ja nichts. Und die haben gesagt, hey, jetzt komm erstmal an, wir reden am nächsten Tag. Ja. Und wie es dann im Knast weiterging, wie so der erste Tag und so war, das erzähle ich euch dann im nächsten Video.